Boah, was für sicke Moves. Ja. Also. Die Quote ist auch ein bisschen verschoben jetzt, ne? Ist sie verschoben worden? Die aktuelle Quote ist, weil es sind ja auch Live-Quoten, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Die aktuelle Quote bei Betway steht für Liquid auf 1,22 und bei Made in Brazil auf 3,50. Krass. Also es hat sich schon ein bisschen verschoben, ne? Dadurch, dass halt Made in Brazil ihre eigene Map verloren hat, ne? Und Liquid halt wieder in der Form so angrenzend ist, wie wir sie vor 2-3 Wochen gesehen haben, bevor sie nach Belo Horizonte gefahren sind. Denke ich schon, dass Liquid hier mit einem 2-0 eigentlich vom Server gehen kann. Könnten sie. Mal gucken, ob sie schaffen. Beautiful. So, Plate Map 1, Boys. Woo! Schreibt er. Woo! Sehr schön. Von Wilton Prado süß. Ja, der Coach von Team Flüssig. Habt ihr Hasen schon mal gewettet? Nein. Du hast noch nie gewettet? Auch nicht Odset oder so? Tipico habe ich, glaube ich, mal 5 Euro aufgeladen oder so. Aber da ich eine gewisse Affinität zu Süchten habe, lässt es lieber. Lass es besser bleiben. Also, ich habe vor 2 Wochen beim Euro-Jackpot mitgespielt. Das zählt ja auch als Wette. Das mache ich auch. Nee, das zählt nicht als Wette. Echt? Zählt als Glücksspiel. Aber. Ja, aber das ist ja auch Glücksspiel. Denk dran, Glücksspiel kann süchtig machen. Ab 18, denk dran, ist... So, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber Grüße gehen raus. Das muss ich jetzt mal machen. Jetzt, wo ich hier endlich in Berlin bin, muss ich auch mal ein bisschen meinen Kollegen nach vorne bringen hier. Wer ist Graf? Der Graf. Grüße gehen raus an den Grafen. Nein, Walle und Goki TV. Ich war ja früher der Baron bei GTA Live, Baron Venom. Und Gürkan war die zweite Hand von der Baronschaft, und zwar der Graf. Graf Goki. Und Walle ist auch noch da. Krass. Ja, da darf man natürlich auch mal hier ein paar Grüße raushauen. Guck mal da, da schreibt er auch hahaha. Nee, ich muss sagen, ich habe bei Betway gewettet. Ja, jetzt Betway ohne Witz, würde ich auch wetten. Ja, ich habe echt bei Betway schon gewettet. Weil ihr müsst manchmal gucken, das ist jetzt nur eine Empfehlung, aber schaut mal, es gibt auch diverse Codes, wo ihr so Aufladebonus bekommt. Oder mal eine Freiwette. Ja. Kennt ihr noch Johnny R? Wisst ihr, was er derzeit macht? Jo, klar kennen wir den. Also ich kenne ihn. Kennst du Johnny R noch? Ja klar, der macht doch immer noch Mäuse. Macht er immer noch Mäuse? Also scheinbar ist er da auf jeden Fall in der E-Sport-Entwicklung oder sonstiges am Start oder für die Mechanics. Wir machen auf jeden Fall weiter hier. Made in Brazil gegen Team Liquid, zweite Map, der Map-Pick von Liquid. Und wenn sie diese Map hier holen, dann schicken sie MIBA schon mal nach unten ins Lower Bracket. Und vor allen Dingen ist direkt meine Prediction komplett für den Arsch. Tja. Lieber Jitko, weil ich nämlich gesagt habe, Liquid fliegt als erstes raus. Ist Platz 8 oder 7. Ich habe Cloud9 auf Platz 8 gesteckt. Natürlich, Viertel vor 1 kenne ich dich noch. Brauche ich doch gar nicht fragen. Du hast wen? Cloud9. Ja, Cloud9 war bei mir auch auf Platz 6. Aber gut, somit verkacke ich auf jeden Fall schon mal direkt. Das ist auch mal eine gute Sache. Da hast du heute nichts richtig gewettet, ne? Wäre ich mal auf Betway gegangen und hätte mal meine Wieso Quote gesetzt. Nicht richtig gewettet. Nee, stimmt, Astralis hast du angegeben, ne? Ja. Na gut. Ja gut, Astralis war jetzt Astralis auch nicht so schwer. Astralis ist auch safe, Top 4. Ja. So, Fallen, Smoke, 2 Flashes, Cold Zero, 1 Smoke, 1 Molotov. Auf der anderen Seite wieder kein Diffuse-Kit. Ich verstehe es nicht, warum man keine Diffuse-Kits kauft. Aber gut, sie spielen wahrscheinlich so aggressiv und aktiv und sind dann einfach nicht darüber, ja, amused. So, Nitro mit dem ersten Break. Das ist schon mal gut. Wenn man in eine Map startet mit dem ersten Break, ist das immer eine schöne Sache. Aber da kann man natürlich auch antworten. Twist nochmal mit dem nächsten. Boah. Und Elish, der haut hier schon wieder einen raus. Ah, die Bombe ist getroppt. Jetzt muss Cold Zero das Equipment einsetzen. Und die müssen an die Bombe drankommen. Die ist wieder mit Spagat nach vorne geflogen. Da sitzt immer halt noch einer in der Ecke. Und er sieht ganz genau, wenn die Bombe gepickt wird. Und wenn er Glück hat, kann er hier einfach reinziehen. Muss er aber gar nicht. Das heißt, Twist muss einfach nur in der Ecke warten. Am Ende zieht hier Tarek sogar raus. Und sie holen noch das zweite Killchen. Und das ist so viel Schaden. Was ist denn da los? Das war nicht gut gespielt. Da hätte man einfach in der Mitte schön aimen sollen zusammen. Einfach geschlossen gegen die Spieler. Und somit haben wir jetzt nur noch Taco alleine mit 13 AP. Und er entscheidet sich auch noch für den falschen Spot. Wie bitter ist das denn? Also das wird MIBA hier auf jeden Fall gut schmecken. Oh ja. Auch wenn es machbar ist. 2 Headshots von Taco, ne? Und das Ding ist gelaufen. Aber auch 2 Headshots von Made in Brazil könnten hier die Entscheidung bringen. So, die bauen sich gut im Afterplant auf. Beide hinten an der Newbox. Natürlich da immer eine Refrag-Möglichkeit da. Ist auch sehr schwierig jetzt für Taco nochmal die Runde zu holen. Devkit haben sie ja auch nicht. Gut, der könnte es wahrscheinlich mit 2 Schüssen machen. Ich weiß nicht. Zieht die 21 HP ab, das ist ganz schwierig. Und er hat noch einen Molotov, ne? Also sie stehen zusammen. Sie machen es gut. Oh, aber jetzt zieht er wieder rum. Tarek. Und damit holt er hier die Runde für Made in Brazil. Und das ist hier das 1-0, nachdem man eigentlich hier so gut gestartet hat. Und jetzt schaut es euch an. In der Ecke. Ne, gut, das war, ist schon zu spät.
Aber er stand so gut in der Ecke, er hätte einfach nur unterstützt werden müssen. Dann zieht der Spieler da raus und keiner rettet ihn irgendwie aus dem Sandbags. Ja, sehr schade. Das war einfach nicht gut koordiniert, schwach gespielt, nicht gut. Einfach nicht klasse, wirklich nicht gut gespielt, einfach nicht positiv gemacht. Es war einfach nicht gut. Relativ bad von ihnen. Dementsprechend nicht gut gespielt hier von Team Liquid. Ja, war eher suboptimal. So, es geht Richtung Mitte. Natürlich da nur die Pistolen in der ersten Reihe bei Liquid dabei. Sonst hat man da überhaupt nichts. Da kommt man Molotov reingeflogen. Der Spieler wurde gesehen. Deshalb wird man auch direkt was hinterher werfen und zwingt den Spieler auch raus. Das heißt, Taco frisst ein bisschen Schaden. Die ist da die Tür schon aufgemacht. Ein Spieler rausgedroppt. Das ist der Spieler, der aber gestorben ist. Von daher ist es nicht so schlimm. Also er kann einfach wieder nachconnecten und gut ist. So, nochmal ein bisschen Schaden. Tür wird jetzt so der erste Fight eingegangen, den man da auf Close Distance hat. Am Ende zieht hier Neff rein. Oh mein Gott, Neff macht aber viel Schaden. So, da zieht der zweite hinterher. Damit kommt man nochmal an eine zweite UMP ran. Und man hat eine frühe 3 gegen 3 Situation. Noch eine Minute Zeit. So, nächste Runde. Wie kommt Moera auf feuchtes Toilettenpapier? Was? Wer? Der Zuschauer, Moera. Wie feuchtes Toilettenpapier? Ob ich feuchtes Toilettenpapier vergiveawayen würde. Hä? Damit habe ich nichts zu tun. Du hast damit nichts zu tun. Nein. So, Cold Zera kriegt ein. Und das sind nur noch Elish und Neff. Die nehmen natürlich gerne, sehr gerne hier die UMPs mit. Können natürlich dann dementsprechend ihre CZ und 5-7 an ihre Teammates droppen in der nächsten Runde. Es sei denn, da wartet so ein leckerer Fur, der sich erstmal gönnt. Für feuchtes Toilettenpapier kann man auch mal einen Zehner donaten. Wer ist Moera? Kennt man den? Ist der aus Freaks for You? Wer? Wie wird denn der geschrieben? Moera. Warte. Da. Moera. Oh, das ist bestimmt einer aus dem Admin-Team. Safe Call. Die haben dich immer beobachtet. Ja, die beobachten mich immer. Die haben ein Loch hier durch Bewohner. Die Wand gebohrt. Jede Karte und Scheiß in die Ecke. Big Brother gibt weitere Instruktionen. Er schreibt random. Krass. Nein, um das natürlich mal aufzudecken, ich bin dafür, also das heißt berühmt, nein, aber ich habe immer, egal wo ich hingehe, wenn ich eine Tasche dabei habe, immer eine Packung feuchtes Toilettenpapier dabei. Richtig stark. Immer. Weil es einfach, nein, das ist für mich, ich fühle mich sonst unwohl. Wenn man denn überhaupt dieses Laster, diese Bürde hat, dass man extern, nicht zu Hause, sein großes Geschäft vollrichten muss. Deshalb sind wir auch gerade so verwirrt, weil ich ihn heute Abend mit einer Packung feuchten Tüchern aus diesem Raum raussehe. Genau, er hat mich erwischt. Da habe ich gedacht, okay, was ist denn hier jetzt durchgekommen? Okay. Ja, ich dachte jetzt auch gerade, was wird hier geleakt? Da dachte ich, Wem, ich würde seine Geheimnisse hier verraten. Ja, aber es ist ja kein Geheimnis, jetzt ist es einfach. Ja, jetzt ist es raus. So, Fallen mit dem Frag gegen Elish. Und für über kurz. Wird auch nochmal in den Nacken geschossen. Also gerade kann man den Aufbau wirklich sehr gut von Team Liquid kontern. Oh, nein. Aber Twist geht ein. So, 3 gegen 2 Situation. Man hat hier immer noch die Möglichkeit, auf jeden Fall Schaden anzurichten. Vielleicht auch den Retake nochmal zu koordinieren. Aber cool, Zera einfach sehr, sehr gut gemacht. Na, das ist ein super Start für die Jungs von Made in Brazil. Klar, da ist ja nicht wirklich viel investiert. Bei Team Liquid natürlich eine unglaublich schwierige Situation. So noch Neff. Jo, der nimmt nochmal einen mit und dann nimmt ihn hier der Molotov mit in den Tod, bevor da überhaupt noch Fallen irgendeine Möglichkeit bekommt. Auch noch zu sterben. Good luck with the Counter-Strike Forces today, EVTV. Ja, es ist halt, es wurde sehr viel geforced. Ne? Oder sehr viel in dieser Partie zumindest entschieden mit Deagle und CZ. Also auf Inferno. Was ist los? Nix. Echt nix. Alles gut. Guck mal hier. Schöne Nacht. Ich dachte, du lachst mich gerade aus. Nein. Hat 99 Damage noch ein Team? Nee, wir haben kein werksinternes Team. Dann, ne? Geht nicht. Das könnte nicht mal der 99 Damage Liga spielen, ne? Wahrscheinlich nicht, ne. Ja. Das wäre dann Mumpitz. So, auf jeden Fall erste Waffenrunde für Team Liquid. Gut, Granaten hat man auf jeden Fall dabei.
Und wir sehen Made in Brazil erstmal mit viel, viel Raum wieder Richtung B, vor A, in der Mitte durch den Boost. Und man wartet erstmal ab. Eine Minute noch auf der Uhr. Team Liquid macht das sehr passiv und das merkt man einfach, weil zwei Leute B decken. Sie spielen sehr, sehr defensiv auf dem A-Spot und haben einen nur hinten, der den Verschieber zwischen K und Mitte spielt. Also es ist super, super eingeigelt von Team Liquid. So, Flashbang rein, man nimmt viel Raum ein, hat jetzt die Information gesammelt, dementsprechend sollte sofort die Rotation Richtung B entstehen. Das passiert jetzt gerade auch, Elite geht rüber, aber er wird etwas zu spät kommen. Man nimmt hier schon mal den Spot ein, Taco sofort raus, Fallen nimmt auch nochmal einen F und Elite auch aus der Mitte weginhaliert. Und das ist eine zu einfache Runde für MIBA. Und die zeigen sich gerade auf Cash von einer starken Seite. Ja, wirklich ein sehr guter Start für sie. Jo. Passt wie ausgewechselt. So, dann können sie nur noch Waffen safen. So, genau. Und wir gucken in der Zeit schon mal die erste Replay. Ich hoffe, ist es noch drauf? Ah ja, sehr gut. Ne, da ist es. Ne, ist leider nicht mehr drauf gewesen. Entschuldigung. Doch. Nein. Doch. Nein. Auch. Nein. So, Verzeihung. Mein Fehler. Ausrufezeichen Stein oder Tomate. Venom. Hier ein Stein. Besser so. Ladies und Gents. So, und auch die Handschuhe schön passend zum Knife. Hat mir Donner Spock beigebracht, hat's gesagt. Ja. Als ich sie gefragt habe, was? Du bist auf der City-Seite und hast einfach keine Dragon Lore, obwohl sie auf der Terror-Seite drin hat. Und dann hat sie gesagt, Venom, guck meine Handschuhe, bist du verrückt? Wie soll ich bitte eine Dragon Lore zu den Handschuhen tragen? Ja, ist halt so, ne? Ja, ne, deshalb habe ich auch, deshalb ist mein Inventar auch einfach auf Franzig angepasst. Alles rostig, alles kaputt, alles in Battlesguard, wirklich alles. Das ist wie ein Thema, was sich durchzieht. Alles in billig und alles einfach in schäbig. Einfach so muss das sein. Reingesifft. Aber wer nicht schäbig ist, das ist der Mr. Hanselmann. Vielen Dank auf jeden Fall, willkommen hier bei den 99ers. Bitte einmal hier den Subhype in den Chat. Ey, die Leute sind echt so faul. Nicht mal eine Ratsche können die posten. Ja. So, und Elish hat hier das Duell gegen die Waffe. Immer sehr schwierig. Taco steht schon sehr aggressiv, aber auch den werden sie höchstwahrscheinlich checken. Da kann man von ausgehen. Eine Standardposition. Aber nein. Boah, was ein Timing! Was ein Pech! Oh, er wollte nur noch abklicken. Er wollte nur noch abklicken und dann war es zu spät. Oh, ja, die Runde. Männchen. Ja, ist difficil. So, und damit ist es die fünfte. Gottes Willen. So, und dann gucken wir uns natürlich nochmal die Replay kurz an. So, und schaut euch an, Taco, ey, wie lange er abwartet, so richtiger James Bond. Und er denkt sich so, oh, ich seh ihn, jetzt klicke ich ab, jetzt und patsch. Na, da gibt es an der Seite einfach die Kelle in den Nacken. Richtig bitter. Aber neue Runde, neues Glück. Und was macht Team Liquid? Die geht direkt auf Doppel-AWP. Neff und Nitro. Die beiden sollen jetzt irgendwie den Umschwung bringen, dass hier Made in Brazil komplett wegfährt. So, Neff hat da eine sehr interessante Position. So, die ist jetzt vorbei. Also da gibt es keine Info-Blaze mehr für ihn. Bleibt trotzdem erstmal oben auf dem Heaven sitzen. Jetzt droppt er runter. Und das kann natürlich sehr riskant sein, weil er, wenn er da überrannt wird, dann kommt er nie wieder raus. So, der wird aber nicht gecheckt. So, erster fällt, zweiter kommt er hier von Coldzera hinterher. Das ist super viel Schaden von Coldzera und Stuart UK. 3-4 Situationen. Und ja, fast schon safe. Wieder natürlich. Der Safe. Ja. Wissen sie eigentlich. Nee, sie versuchen es. Sie würden es echt versuchen. Aber es ist auch gar keine Gegenwehr, Mann. Ungelogen. Also man hat ja schon Pferde kotzen sehen, ne? Aber das, was die Pferde hier gerade spielen, ist zum Kotzen. Im Liquid einfach null Chance. Sie einfach MIBA stumpf, wie sie gerade spielen. Einfach nur auf einen Spot, zwei Frags machen, gewonnen. So, und wieder mal der Speicher unter. Slash, nächste Runde, Slash, Waffen. Punkt Exe. Ja, Team Liquid bringt nochmal ein bisschen was durch. Also ist okay, aber das Geld, guck dir an, ey, die sind so hochgefeedet bei Made in Brazil. 11.000 bei Fallen, 7.950 bei Fair. Der niedrigste steht mit Coldzera auf 5.350. Also das ist halt schon Geld, damit hast du fast schon die Hälfte sowas von gewonnen.
So, und damit geht es in die nächste Runde. Und ganz gefährlich, ganz nah dran, ist der gute Mann von Taco. Der ist heute wirklich, der hat heute auf jeden Fall den Feiertag, Tag des Versagens, sehr ernst genommen. Könnte sein, dass man den hier in den James Bond schickt, meine Freunde. Leider, aus GEMA-Gründen kann ich euch das nicht musikalisch untermalen. Du kannst es singen. Sonst kriege ich eine Abmahnung. Oh ja. Höchstpersönlich von Hetschinski bekommst du die. Ja. So, Twists und Elish wollten da pushen, haben 1-1 Trade gemacht. So, 1-1 Trade ist aber schon mal ein guter Anfang. Mit dem kann man auf jeden Fall in dieser Partie. Das steckt mich so an, ja, ne? Ja, du mich auch. Deswegen, das, du hast den Domino-Effekt ausgelöst. So, auf jeden Fall, der Trade war schon mal nicht schlecht. Das ist mehr wert, als was wir die Runden davor gesehen haben. Also für Team Liquid auf jeden Fall die Möglichkeit, hier endlich mal ein Bein in die Partie zu bekommen. Oder stell dir aber sehr offen hin. So, Fur hat sich aber durchgekämpft und könnte hier direkt die Rotation abcutten. Aber da gibt es keine Rotation. Na, aber er macht jetzt viel Druck, das ist das Problem. Und vor allen Dingen viele Informationen für MIBA. Die können sich dann dementsprechend für den B-Spot entscheiden und da wird Taco jetzt einfach wieder ins Versagen laufen. Eieiei. Oh Mann, bei dem läuft aber auch gerade nicht. Nee, aber und Fur ist halt in so einer guten Position. Sehr interessant, kann jetzt checken zumindest. Also Spot ist jetzt noch möglich, Dusche ist noch möglich, aber er wird noch weitergeschickt. Also er darf noch checken. Ich denke mal, er wird unten nochmal rumziehen, nochmal die Informationen sammeln und er bleibt einfach oben im Heaven. Das kann natürlich auch sein. Bin ich aber persönlich die schlechtere Alternative. Oh, er geht nochmal checken. Ja, das ist absolut richtig. Er sieht ihn einfach. Er sieht ihn. Und damit ist Taco hier auch der James Bond. So, Neff mit dem nächsten. So. 3-2. Es könnte eine Runde für Liquid werden, aber trotzdem nicht einfach. Oh, krass, wie wenig Damage der nur gekriegt hat. Ah, der Molotov. Aber da kommt noch ein zweiter in der nur 20 HP. Und das ist möglich. Also, Retake-Situation ist hier offen. 3-2 Situation. Und Fallen hat nur noch 20 HP Richtung Zeit. Wichtig. Sein Mate ist gefallen und damit muss Fallen jetzt hier über drei Seiten irgendwie das Ding verteidigen. Aber das ist es. Herzlich willkommen auf dem Scoreboard Team Liquid. Die erste solide Runde, die wir hier gesehen haben. Trotz gutem Vorteil, den ihnen Förder eigentlich gegeben hat. Krass, Mann. Er hat so viele Informationen geholt und am Ende reicht es halt noch für den einen. Aber das war's. Und ja, Taco, der James Bond. Dün, 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 dün. Nee, ist Mission Impossible. Jungs. Hier ist, glaube ich, Sauerstoffmangel im Raum. Eigentlich geht's so. Dö, 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 dö. Und dann kommt. Dö, dö. Jetzt ist dein Einsatz. Gib's dir mal. Das ist die. Ich mach die Hintergrund, die Streicher. Das sind die Streicher im Hintergrund. GEMA-freie, und du musst einsetzen. GEMA-freie du musst einsetzen. Bond-Musik. Oh, ey. Komm, gib mir das. Was ein Anti-Mate, ne? GEMA-freie Soundlake. Sound-Likes. Agents. Ne, okay. Du hättest so gut einsetzen können. Ich habe so gut die Hintergrundmusik, die Streicher gemacht, ja. Und du musst die Trompete einfach rausgrölen, ja. Und ne. Du hast den Aragorn gemacht, den Streicher. Im Hintergrund. Sag's hier, ne? Alter, ey. Warum ist das denn heute so spät? Ich hab keine Ahnung. So, 6-1. Mal gucken, wie jetzt hier Liquid punkten kann. Aber gerade sitzt das irgendwie auch wirklich gar nicht. Inferno viel besser funktioniert. MIBA kommt wieder easy auf den Spot drauf. Man hat extern jetzt gedeckt, hier bei Liquid hinten schon gepusht. Das heißt, es geht jetzt hier wirklich nur um Duelle. Und Taco, immer noch nicht auf dem Scoreboard. Alter, was ist denn los mit dem? Der hat die Versagensbeeren gefressen. Keine Ahnung, welchen Trank der sich heute reingezimmert hat. Aber hier liegt auf jeden Fall von hinten. Oh ja, das könnte noch bitter werden, weil wählen sie jetzt rechts oder links aussuchen muss. Oh, 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 es geht nach vorne. So, Molotov kommt draufgeflogen. Damit will er die Ecke so ein bisschen ausbrennen und kümmert sich erstmal um die Main. So, die Bombe steht noch ein bisschen unter Flammen und das ist gut aufgepasst. Ja. Sie sind endlich da. Taco zwar immer noch nicht, aber dafür die anderen drei, Neff, Nitro und Elish. Ja, also das ist auf jeden Fall zumindest mal wieder eine Runde. Von guten Elegir. Von guten Elegir.
Alejandro. Der hört sich aber auch so an wie eine Muchacho. Ja. An der Flughafen und dann. Elegir. 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 Maria. Elegir. Also Elegir. L'amore. Ich muss dir einen Tipp geben. Du musst auf jeden Fall anfangen, wieder GTA RP zu spielen. Elegir. Du könntest. Elegir. Wähle die. Amore. Elegir. Elegir. Mele. Ah. Das ist so geil, Alter. Ich liebe dieses Trabajoyanische. Zur nächsten Runde. Und weiterhin Equipped Round bei MIBR. Die haben noch super viel Geld. Holy shit. Alter, wenn du überlegst, die haben jetzt 2 Runden verloren und die haben halt immer noch Geld bei 3 Leuten. Na, das ist ein bisschen zappenduster, aber Liquid kämpft sich hier langsam nach vorne, ne? Boah, was so? Hallo? Nitro wird halt so... Der ist eingeschlafen. Der wird halt so von dem Team einfach nur wie die Teufel bei den Kickers, einfach nur mit Sprüngen hier komplett in die Eskalation. Teufelsdreier, meinst du? Ja, ich wollte jetzt den Teufelsdreier nicht aussprechen. Der Teufelsdreier. Kein Witz, ich habe heute von einer Freundin ein Bild geschickt bekommen. Kennst du das, Fabian? Ja. Dann hat sie auf dem Fernseher die Kickers geschaut. Geil, Alter, die Kickers sind einfach die Besten. Geil. Aber der Retake, der wird schwierig. Außer sie werden die Teufelsdreier nochmal und springen hier über die Latten und was weiß ich alles. Oh mein Gott, Derek braucht da 20 Jahre, um ihn zu töten. Trotzdem, das ist der Safe. Und die Waffen werden sie versuchen durchzubringen. Damit haben sie auch nochmal genug Geld zu kaufen. Und Made in Brasilien jagen. Wenn man spricht fließend brasilianisch, ja. Ja, so. Wir gucken jetzt mal ganz kurz hier. Also da kannst du mir sagen, was du willst. Der ist locker eingeschlafen. Guck hin, Nitro jetzt. Ja. Ja. Alter. Ja. Nee, nicht ja. Der ist eingeschlafen. Halt. Nee. Junge, der hat ja nichts anderes zu tun gerade. Ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie zu Hause wäre und da kommt eigentlich dann so eine Katze irgendwie um die Ecke oder so. Du weißt schon, dass du manchmal aufs Radar oben drauf guckst oder so. Ja gut, okay. Vielleicht ist das passiert. Ist ein Argument. Oder er hat auf die Uhr geschaut und denkt sich, warum ist denn das schon so spät? Ich auf die Uhr schauen. Man hat ja nichts anderes zu tun, bei einem 6 zu 2 auf die Uhr zu schauen. So, auf jeden Fall, genug Geld ist immer noch da, ne? Man hat natürlich auch durch die letzten beiden Follow-up-Runden da ganz gut ansammeln können und beide Trends hier im Putt, ne? 43 bei Tarek, Nitro mit 17. Oh ne, jetzt hat die nicht getickt und ich glaube, das wurde auch gehört. Sowas ist immer extrem bitter. Oh, die Granate. Ja, die hat gedonnert. Eilish, der hat immer noch eine gute Position. Eilish hier. Ey, der muss nur abwarten und Tee trinken da unten und kriegt halt alle Informationsquellen, die er in so einer Position bei 1 Minute 20 holen kann. Ey, das ist so viel Information. Der weiß ganz genau, der kann alles weitergeben an sein Team. Und die müssen einfach nur abwarten und Tee trinken. So. Oh. Und jetzt hat er gehört. Eine Bombe liegt. Einfach vor die Füße gelegt. Wow, was ein Aiming stark von Elegir. Das könnte auch so ein Elbenname sein. Elegir, Nuchandir. Misrandir, Elegir. Das Street to Care an der Tür noch unterwegs, der macht ein bisschen Druck. Aber die Bombe liegt immer noch in der Mitte und deswegen muss jetzt der B-Spieler hier verschieben. Man muss jetzt also dementsprechend den A-Spot anspielen. Fair! Meine Güte, überall wird gedrückt und Twist, der hat einen sehr, sehr schönen Raum eingenommen und hat sogar auf dem Schirm, dass noch jemand in der Türe stehen kann. So, Twist mit einem, aber dann gut abgestoppt von Kurt Sarah, aber der wird auch noch rausgenommen. Ja, easy! Einfach mal gegönnt. 3 gegen 1 Situation ist nur Street to Care. Der hat schon viel Raum nach vorne eingenommen, muss trotzdem an die Bombe rankommen. Und die bekommt dann noch 20 Sekunden. Jo, jetzt wird er nochmal hinterhergejagt. Die Hilfe kommt. Help is on the way. Und ja, da hat er No Cheng. Braucht er nicht. Braucht er nicht. Da hat er einfach No Cheng in dieser Runde. Ist übrigens sein Onkel. Oh, da war das. Da war das. Darf er. Darf ich, ne? Ich darf das. Hm? Das ist okay. Sommersonne, Kaktus. Bei ihr in the Bauch. Ist Taco mittlerweile auf dem Scoreboard? Er hat, glaube ich, einen Assist. Immerhin. Ja, wir sehen es. Taco 019 Stats. Ja. Also, der ist richtig steil gegangen jetzt mittlerweile. Aber er ist auch auf Inferno einfach nicht ins Spiel gekommen. Also Taco auf jeden Fall hier eine Schwäche auf Seiten von Team Liquid. Muss man ganz klar sagen. Ah, in der letzten Partie konnte es so ganz gut kompensieren. Aber hier ist heute echt nicht sein Tag. Heute ist nicht Taco-Tag. Ne, absolut nicht. Eher so ein Taco könnten wir uns gleich eigentlich mal gönnen, ne? Gibt's hier so einen Laden? Weiß ich doch nicht, du wohnst in Berlin. Nee, hier gibt's keinen Taco, glaube ich. Nein, aber wie heißt nochmal der eine Laden, der Kebab-Laden da? Kaplan.
Kaplan. Da war ich immer noch nicht. Ach, also, wie kann man nicht zum Kaplan gehen? Zum Parken, Alter. Warum ist der Scheiß zum Parken? Ja, da kannst du ja nirgendwo hinstellen. Hä, klar. Nein, Mann, da ist eine Bushaltestelle. Ja, du fährst rechts rein und läufst dann halt noch 10 Meter. Laufen. Alter, du fährst am besten, du gehst einfach hin und parkst direkt vorm Kaplan und sagst, ey, Döner, ja, Junge. Ja, sehr geil. Drive-in im Dönerladen. Ich bin ja schon lange dafür. Aber naja. Eben noch auf Twitter übers Abnehmen gesprochen, jetzt... Und jetzt Döner. Drive-in Dönerladen. So, Nigel und Elite kriegen hier die ersten zwei Frags, ganz wichtig. Für Kurt, Zara und Derek sind die letzten Überlebenden. Aber für hat er den falschen Winkel abgegeben. Fly, oder nein, Neff kriegt ihn da easy raus und Twist auch nochmal mit ein. Auf einmal Team Liquid hier fast mit einer Flawless Round. Was ist denn hier los? Das ist eine gute Frage, lieber Venom. Ja. Ich bin gerade am Überlegen, ich frage jetzt im Chat, wo gibt es gute Tacos in Berlin? Bitte einmal beantworten. Um diese Uhrzeit? Nee, nicht um die Uhrzeit. Ja gut, dann such einfach. Nee, das sind ja auch Empfehlungen, weißt du? Mexiko. Mexiko, ja, Mexiko. 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 Mexiko, Mexiko. Mexiko, Mexiko. Denkst du, nee, wirklich, Retalk. Wenn jemand gute Tacos kennt, hier in Berlin... Gerne auch um die Uhrzeit, ist mir auch recht. Ja. Kann uns das gerne die mal im Trompeten Chat mit- von Mexiko. Kann uns das gerne mitteilen. Laden so, dich hier. Ein. Die Trompeten von Mexiko. 4-7. Wollen nicht so gerne alleine sein. Made in Brazil wurde ein bisschen in die Enge gedrängt, weil sie gerade, ja, doch wieder mal eine Runde verloren haben. Das heißt, das Geld wird knapp. Ja, aber auf einmal Coldzera direkt mal am Eskalieren. Wenn man den braucht, dann kommt er wieder raus und hört... Oh! Was war das? Ja. Boah! Nett. Sick. Okay. Auf jeden Fall nett. Das hilft ihnen dann nochmal in die 3-gegen-2-Situation zu kommen. Sie haben den Spot eingenommen und müssen versuchen, jetzt zu retaken bei Team Liquid. So, kommt noch eine Flashbang, macht Taco, aber nicht wirklich viel aus. Und jetzt ist seine Chance. Jetzt kann er in die Partie reinkommen. Und er ist da! Da ist der erste Kill! Taco ist da! Und das ermöglicht ihnen, die Runde aufzumachen. Also, wenn sie ihn brauchen, dann ist er da. Da folgt noch ein zweiter vielleicht hinterher. Taco jetzt im 2-gegen-1, aber das war dann doch zu wenig. Gegen Stuart OK ist dann da doch kein Kraut gewesen. Wieder komplett versagt. Komplett versagt. Naja, aber gut, immerhin versagen unsere Partner nicht. Die zeigen uns nämlich hier nochmal wunderbar die schöne Show, die wir noch nicht gesehen haben. Und zwar der gute Twist versagt da, aber jetzt Fur einfach mit dem zweiten Ultra-Sick-Headshot. Also starkes Ding da auf jeden Fall vom Brasilianer, meine Freunde. So, Captain Funky hat uns gesagt, an der Urania gibt es einen guten Taco-Laden. Die Trompeten von Mexiko. Den werden wir nachher abchecken. Wollen nicht so gerne alleine sein. Könnt uns das gerne per Twitter einschicken. Die Trompeten von Mexiko. Ihr könnt es gerne per Twitter einschicken, dann können wir das in Ruhe durchgehen. Okay, Alejandro, die Companiero, Mejato Hero, Taco, Nezonepita. Mein Freund, das bestelle ich dann einmal. So, 8-4. MIBA möchte uns hier auf die dritte Map schicken am heutigen Abend. Und gerade sieht es wirklich sehr gut für sie aus. So. Dann haben die offenen Jesus geschlossen. Öffnet um 12 Uhr. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Overtimes. Nee, das ist in der Nähe von der Schule. Ja, von der Schule. Wer kennt sie nicht? Der Schule. Zentrum für Filme und Vorträge. So, cool. Zero mit dem nächsten Observer auch gerade schon hier komplett im Helge Schneider-Modus. Gönn dir Mishaba, Frankfurter Allee, Bruder. Schreibt Neos 95. Mhm. Aber nur auf deinen Nacken, Neos, Mann. Komm vorbei, Lan. So, 3-gegen-3, Mann. Mensch. Twist mit dem nächsten. Und dann kommt nochmal einer hinterher. Man möchte jetzt auf jeden Fall den A-Zugriff hier machen. 20 Sekunden nur noch auf der Uhr. Jetzt die Smoke hier, um kurz abzupieken und ballen. Ein bisschen vorbeigeschossen. Trotzdem 3-gegen-2. Eigentlich müsste es Liquid hier vernünftig koordinieren. Vor allen Dingen haben sie noch einen Molotov und Twist mit dem ersten. Und Twist, der kann schön hier den Popo nochmal abnehmen. Ah, sehr wichtige Runde für Team Liquid, um hier natürlich auch weiterhin
Made in Brazil bei kleinem Geld zu halten, was sie sich hart erarbeitet haben. Einfach mal den Rundenverlauf sehen. Liquid schafft es zweimal, die Bombe zu diffusen. Dann kommt nochmal eine Antwort von Made in Brazil. Dann kommen wieder zwei Antworten von Team Liquid und schon war das Geld platt. Dann kam nochmal eine Antwort von Made in Brazil und zwar von Fur an der AK. Das war wirklich sehr, sehr stark. Und jetzt direkt wieder Liquid on point. 5-8. Also mein Respekt. Nach der Winstreak, die die Made in Brazil vorgelegt hat, kämpft man sich auf 5 Runden hier extrem gut wieder zurück. Also man sieht auch, dass Made in Brazil jetzt kein Geld mehr hat. Und so sind für Liquid vielleicht sogar nochmal 2 Runden drin. Weil das ist der Force. Kann gut sein. Aber so viele Antworten, die da auf jeden Fall gegeben werden, könnte es gut eine Brieffreundschaft sein hier. Jetzt geht... willst du da gerade einen wegsnappen? Und dann kriegst du von Coldzera einfach die komplette Zurechtweisung. Einfach maximale Disziplin-Schelle. Und das ist zu schwach hier. Oh, viel zu schwach vom Nitro, aber noch schwächer von allen. Was ist denn? Was ist das? Ey, Frank Elstner kommt die Tür rein. 100 Pro. Verstehen Sie Spaß? Hallo, versteckte Kamera. Ey, was ist das denn? Können wir das nochmal sehen? Ja, das sehen wir nochmal von Betway. In unserer Danke, Betway. Funktion. So, da sehen wir es. Nitro mit dem ersten. Nitro mit dem zweiten. Und Nitro mit dem dritten. Ist das nicht schön? Ja, sehen wir es nochmal, weil es so schön aber war. Aber wie scheiße das von MIBA war. Also die Runde war auf jeden Fall made in... Brazil. Ja, die wissen selber nicht, was da gerade abging. Danke für die Einsendung, E-League. Ja, was war das denn für eine Runde, also ganz ehrlich? Ey, unglaublich. Frank Elstner kommt rein mit dem... Und das war auch noch ein Ace, ne? Ja, sehr gut, ja. Das war ein Ace. Er sagt selber, what the fuck? Schöne Runde. Also nein, eigentlich nicht. War super scheiße von MIBA. Ja. Aber trotzdem hat er das Beste draus gemacht. Das ist einfach, wenn die Gegner Fehler machen und man ist ein Weltklasse-Spieler, dann nimmt man die natürlich gerne mit. Und das ist auf jeden Fall jetzt erstmal eine gute Stimmung hier in der Arena. Und sowas könnte natürlich der Neckbreaker sein. Sowas kann Tiltings verursachen. Schaut es euch an. Der Coach, not amused, my besonders, friend. Die hatten halt wirklich alle die komplette Welt offen in der Runde. Wäre Nitro gefallen, wäre halt easy ein Plant drin gewesen, ne? So, aber der dritte Frag, der war schade. Krass. Der dritte Frag war krass. Ja. So. Finde ich schön, dass man bei Liquid einfach mal was versuchen möchte. Sich nicht so versteift auf ihren Spielstil, sondern einfach sagt, okay, wir haben hier die Hosen an, wir entscheiden, wo es lang geht. Aber in dem Fall hat es einfach nicht geklappt. Fur zwar nur noch mit 7 AP, Stewie und Tarik auch jeweils 50 verloren. Ja, das ist schon sehr viel, was man da einstecken musste. So, Team Liquid auf guten Wegen, hier auf 7 Runden zu kommen. Entschieden ist hier aber noch nichts Besonderes, weil sie im Nachteil stehen. Neff halt eine sehr wichtige Position. Man geht schon so ein bisschen mit Taco auf Informationssuche. Wie gesagt, von dem haben wir bisher noch nicht viel gesehen. So. Sprengt das Ganze nochmal auf. Das ist natürlich auch eine gute Position. Und dann ist Taco zu weit nach vorne gegangen. Er kriegt schon fast das Ding da serviert, dass er halt einen Schritt nach vorne gehen kann und nicht gehört wird. Und am Ende... Ja, hat er nicht das auf dem Schirm. Jetzt gibt's einen Teamkill. Nein! Neff setzt noch einen hinterher. Was ist das denn? Neff macht hier einen 3K in Zusammenarbeit mit Made in Brazil. Wird hier die Runde einfach nur, ja, mal wieder in die Hände von Pferd reingeschmissen. Ey, das ist halt... was ist hier los, die letzten beiden Runden? Keine Holy Ahnung. Shit, hier Mann. Ist kompletter Slapstick am Start. Aber ich denke, dass 8 Runden einfach schon extrem stark sind von MLB. Aber wir gucken uns das jetzt hier nochmal an, die Szene. Dramatisch, meine Freunde. So, da der Teamkill, dann kriegt Neff den ersten, Neff kriegt dann den ganz wichtigen zweiten und den dritten auch. Und alle einfach mal eiskalt, alle Frags in die Füße geschossen. Kein Headshot. Also, da das Krüppel-Ace. Nicht Krüppel-Ace, sondern die Krüppel-Shots. Aber hier sehen wir es nochmal. Weil wir sind einfach ein bisschen schneller hier in der Production Value. Weil Betway, wir haben die Infos schon vor euch. Immer aktuell, top informiert. Ja, und wieder was Individuelles, was hier auftrumpft. Und diesmal war es das 4K von Nav. 3K. 3,5K. Ja, ich zähle diesen Teamkill mit. Genau, der hat, glaube ich, nicht mehr viel gehabt. Ne? Der ist einfach mit. Ja. What was that round? Gott, Alter. Das sind richtig informative Tweets, ne? Ach man, die Musik war so schön gerade. Ja. Stimmung hier. So, Jitko. Puh, irgendwie finde ich gerade, dass Made in Brazil schon 2 Runden ein bisschen weggeschmissen hat.
Ein bisschen. Die haben einfach die komplett einfach aus dem Fenster rausgeworfen. Okay, wir dürfen nicht vergessen, die eine Runde war ein Force-Buy. Vielleicht war die Munition leer bei dem einen Spieler, ne, mit der CZ. Ja. Aber der Bombplant wäre auf jeden Fall drin gewesen, ja. Und dann hätte man nochmal Geld gehabt, um wirklich ordentlich zu kaufen und wäre dann vielleicht auch nicht so stumpf in Neff reingerannt. Ja, ist nicht so geil. Leider geil. Damit die Hälfte vorbei, die Seiten werden getauscht und Team Liquid darf auf die T-Seite gehen. Oh, wie was dumm. Ist denn hier dumm. Los? Ja, zwei Smokes, zwei Flashes, vier Flashes. Man kann auf jeden Fall den B-Spot anspielen. Man wird jetzt höchstwahrscheinlich so bei diesem Aufbau eine Smoke vielleicht auch Richtung A siffen, um letztendlich da ein bisschen was zu simulieren, ein Fake rauszuholen und dann vielleicht den B-Execute machen, indem man die Smoke Richtung City-Base wirft. So, wir sehen die Bombe, die stellt sich schon mal auf für eine Smoke oder für eine Flash. Ne, Smoke kommt. Flash kommt jetzt drüber und Fallen ultra blank. Der weiß gar nicht, was los ist. Und dann gibt es doch den B-Split. Also, schön gemacht hier. Und jetzt kommt die Smoke natürlich für die City-Base. Die ist jetzt schon da. Und das ist ein sehr, sehr guter Call hier. Rotation ist auf den A-Spot erst gegangen und jetzt geht's los. Aber schöne Counter-Flash hier von MIBA. Ja, jetzt. Aber ein Ticken. Boah, boah, flatsch, flatsch, flatsch. Ein Ticken? Einfach so, so auf dem Spot. Einfach alles raus. Ein Ticken zu weit geflogen. Da war doch nicht wirklich jemand blind, die haben sie alle weggedreht und dann fliegen hier einfach nur die Schellen rein. Das sieht gut aus für Team Liquid, dass man das hier runterspielen kann und am Ende ist das sogar flawless. Also da wird gar nichts verschenkt, keine Kevlar und der Erfolg sitzt hier. Ich glaube, der Eiser, der Schaden gefressen hat, war am Ende Taco und das war Teamkill. Das war vom Team noch Schaden. Nee, Neff hat noch ein bisschen was gefressen. Aber ansonsten sind drei Spieler mit 100 HP durchgekommen. Neff, so ein bisschen Tank gespielt, Taco, ja, der hat nichts gemacht. Mal sehen wir es nochmal. Taco auf 64 gewesen, ja, ist mit 64 rausgegangen. Der macht auch einfach nichts. So, schönes Movement da auf jeden Fall. Eli G wird nach vorne geschickt. Und da hat irgendjemand, oh, der wurde getimeoutet für eine Sekunde. Das war eine Anspielung, Bonnie R88, das war eine Anspielung auf South Park, auf eine Folge. So, und Team Liquid ist hier auf dem Flug, eine Runde weiterzukommen. So, und da würde es dann gegen Astralis gehen, wenn man das hier schafft. Ist natürlich auch so in den letzten Wochen und Monaten immer wie so ein Klassiker geworden. Team Liquid gegen Astralis, kann man sich immer gönnen. Wenn es dann soweit sein sollte, Maiden Blue 7 muss hier echt eine Schippe drauflegen, weil ansonsten nimmt sich Liquid hier sehr schnell wieder die Partie in die Hände. Und freut sich natürlich darüber. Also, du hast es erwähnt, ne? So eine Runde, die du halt so verlierst mit einem Ace oder wie du da reingerannt bist bei Dings, ne? Bei B, ne? In der letzten Runde. Das kann natürlich nur so ein Nackenschlag sein, ne? Das darf man nicht vergessen. Das kann ordentlich dämpfen. Na gut, warten wir mal ab. Die Equipped Rounds kommen ja noch bei MRBA auf der Seite von CD. Aber ja. Irgendwie nicht das Line-Up, wie man es sich eigentlich vorstellt, wie es damals halt auch unter SK funktioniert hatte. Wo man teilweise unangefochten die Weltelite war. Kaum Platz gelassen hat für Fehler, kaum Platz gelassen hat, um irgendwie gegen sie anzutreten. Und Team Liquid einfach hier gerade auf der Überholspur. Aber jetzt geht's erst in die Ecos. Und die haben alle so schöne Tattoos. Ich will auch ein Tattoo, ich weiß noch nicht was. Ich bin noch nicht sicher. Was willst du? Ich weiß es noch nicht. Irgendwas Nerdiges. Irgendwas Cooles. Oder, was ich auch sehr geil finde, ist hier, ach, wie heißen die nochmal aus Hawaii? Kulele. Nein, wie heißen so ein Hawaii-Mädchen. Nee, diese Hawaii, ach man, wie heißen die? Eine Palme. Nein, Mann, das ist ein Stil. Ich weiß es nicht, der Chat wird es mir jetzt gleich sagen. Ja. Ist auch mal mega geil. So, schöner Booster, sehr innovativ auf jeden Fall, wie man das spielen möchte. Boostet sich hoch mit drei Mann, funktioniert sogar, sehr geil. An eine Waffe kommt man ran, Maobi, trotzdem genau. Ist man da auf B schon drauf und Twist hat halt so eine gute Position. Der muss eigentlich nur den Venter halten. Bombe wird im Afterplan perfekt positioniert. Sie haben immer noch einen Backstepper und das ist Taco, der kann jetzt noch ein bisschen Geld farmen. Also ihm will man natürlich auch mal ein paar Frags geben, damit er hier, oder auch nicht. Oh. wollte gerade sagen, man könnte ihm mal ein paar Frags geben zum Motivationsaufbau, weißt du? Aber Hololulu? Nein, Maori ist es. Maori-Tattoos. Oh. Kenne ich nicht. Na, doch, kennst du. Hast du schon 100 Mal gesehen? Warte. Hier.
Ach, sowas wie The Rock hat. Ja, diese Hawaii, das ist, halt, das ist eigentlich eine, glaube ich, eine Bemalung, eine traditionelle Bemalung. Ach so, also das, was The Rock hat. Siehst du da? Keine Ahnung, ob The Rock das hat. Ja, der hat da sowas. Ja gut, der hat auch Bizeps, aber ich meine jetzt hier so den Arm runter, weißt du so. Das ja. Bestimmt, also ich finde das voll geil. Oder halt hier sowas, hat auch, glaube ich, Zeus hat auch so eine so ein Maori-Umrandung und so ein Kram. Ich finde das voll geil, sieht schön aus, aber ich traue mich noch nicht. Und ich müsste auch erstmal was Gutes sehen. Aber naja. So, genug Off-Topic. Jetzt hatten wir auf jeden Fall hier nochmal eine schöne Eco gesehen von MIBR. Die konnten sich einiges an Waffen rausholen. By the way, wo ist eigentlich Zeus? Zeus? Ja, warum steht er nicht auf der Bühne? Ach, nicht der Zeus. Ach so. Der andere Zeus. Keine Ahnung, der hat keinen Bock, hat er gesagt. Der schreibt lieber auf, der chattet lieber auf Twitter rein. Lieber. Vielleicht ist das ja so wie bei Kakafu und Legia. Die Geiger. Brauchst die Striche von Zeus. Siehst du, da schreibt es auch einer. Das Adidas-Logo oder was? Nee, der hat hier so einen Strich einfach. Ach so. So ein Ärmel. Aber das ist mir zu wenig. Also Maori muss halt raus. So, erstmal hier Taco. Also der steht halt auch echt unter. Der hat, ich glaube, seit Wochen die schlechteste Partie. 5 Kills, stirbt wieder. Überleg dir mal, und auf Inferno war das genauso. Ja. Also der ist wirklich, also das, also es ist ja normalerweise, sagt man ja nicht so, dass ein Spieler irgendwie heraussticht oder sowas und man vermeidet das, aber er ist wirklich richtig scheiße. Sorry, tut mir leid. Aber gut, Hauptsache er macht ein paar wichtige Frags, dann passt es. Zeus konnte nicht, wurde auf Twitter gepostet. Aus privaten Gründen nicht mitgekommen. Okay, gut. Wissen wir Bescheid. Chattet er halt. Danke, ich liebe das. Ne? Der Chat ist immer aktuell, das ist so geil. Da, also ganz im Ernst, also es wird immer viel Quatsch erzählt im Chat und manche sind auch echt nervig, aber da ist der Chat einfach immer geil. Grüße gehen raus. Vielen, vielen Dank an euch alle, die jetzt um diese Uhrzeit noch reingucken. 1500 Leute. Wir haben gerade eben auch einfach mal, ich glaube, 30 Subs gemacht oder so. Vielen, vielen Dank. So, es geht weiter. 10-8, Made in Brazil in der ersten Waffenrunde. Starten hier auch direkt rein mit einem Vorteil 4 gegen 5 und die Granaten, die sind ausverkauft. Team Liquid hat hier nichts mehr. Die müssen jetzt ihr komplettes Aiming vertrauen. So, da wird sie noch ein bisschen hochgesprungen. Das gibt ihnen natürlich so ein bisschen Freiraum, hier in die Partie reinzukommen. Twist und die Lichträume hier komplett auf. Ding. Nur Fallen mit einem noch hinterher. Da ist gut Schaden reingekommen. Das heißt, für Made in Brazil ist die Runde hier noch nicht zu Ende. Und der Coldzera fängt schon mal direkt gegen Twist an. Das war aber der Spieler mit Low HP. Ja, also wirklich richtig low AP. Sehr, sehr knapp auf jeden Fall. 2 Flashes hat man noch, die kann man sehr, sehr gut anwenden. Aber Nitro bleibt schön defensiv, hat auch die Angst. Genauso wie Neff. Die machen nur die Info. Erste Flash ist rausgeholt. Jetzt geht's da drauf. Neff mit dem ersten Frag. Dann kommt aber Stewie, der hat ihn nicht beendet. Er dachte, er hätte ihn. Unglaublich, aber Stewie mit dem ersten und dann wird er rausgeholt. Stark hier und Neff holt eine ganz wichtige Schlüsselrunde. Und MIBA wird sofort wieder ins Körbchen geschickt, um darf hier erstmal Geld farmen gehen. Also erstmal wieder unter Tage hier, ein bisschen nach Diamanten schürfen. Na, nicht schlecht. Boah, das ist gut gamed. Ach, die Maori sind aus Neuseeland, okay. Sorry, wusste ich nicht. Ernsthaft? Dachte immer, das wären Hawaiianer. Gibt's da nicht diesen einen Film da auch? Diesen Disney- oder Pixar-Film mit den Maoris? An Indian Police of New Zealand. Okay, ja, auch wieder mal was gelernt. Vielen Dank. Bildungsauftrag geht weiter. Ich habe gerade was anderes gelesen. Die Information war viel wichtiger. James Bond? Was denn? Keine Ahnung, stand irgendwas mit James Bond eben. Was soll denn mit dem sein? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir hätten noch eben 007, Taco. So, Elise, schon mal sehr viel Raum eingenommen in der Mitte. So. Ja, es ist natürlich für Made in Brazil jetzt so ein bisschen auch der Versuch, irgendwie in die Partie nochmal reinzukommen. So, jetzt fliegt die AWP raus und das ist halt mega bitter. Also Made in Brazil macht heute ja keine gute Figur. Sieht immer gut aus, ne? Ja. Wenn das funktioniert, on point, jetzt kann man es auch lassen. So, Taco wartet schon im Event, komm Taco, jetzt... Ja. Push dich nochmal. Aber Coldzera hat jetzt hier auch die AWP bekommen. Das heißt, er könnte hier nochmal punkten. Große Frage. Aber Smoke ist auf jeden Fall da. Es kommt jetzt. Was war wieder so. Kusti Parmene. Was steht denn, Mann? Guck mal. Es ist
wirklich, das kann doch nicht wahr sein. Der Artikel tut mir echt leid, ne? Elish geht vor mit ihm und wer fällt in die CZ in der zweiten Reihe so richtig zum Kotzen, Mann, das Spiel. Weißt du, das ist so ein Klassiker, ne? Da stehen drei Leute vor dir, die laufen rechts und links, ne? Du stehst hinten, schmeißt eine Granate, gehst als letzter raus, ne? Und du kriegst erstmal von der CZ auf 20 Kilometer ins Gesicht geschossen, aber vor dir rennen noch drei Leute rum, ja? Unfassbar. Aber habt ihr das gerade gesehen, diese kleine Feinheit? Sie werfen wirklich die Waffe nochmal über den Zaun, dass da niemand drankommen kann. Dass wer nicht irgendwelche durch irgendwelche UFOs oder Zufälle hier nochmal die Waffe bekommt. Und ich weiß nicht, was Taku da für einen Dinosaurier-Schiss am Stiefel hat. Aber auf jeden Fall passt bei dem so einiges nicht heute. Boah, und du bist einfach um die Ecke gekommen. Ey, krass, wie stark Team Liquid ist. Hätte ich mal den Coin nach deiner Expertise auf Team Liquid gesetzt. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Also MIB hat immer noch die Chance hier auf die dritte Map. Aber gerade sieht es wirklich aus. Und man muss ehrlich sagen, es ist wirklich etwas traurig, wie MIBR spielt. Nicht die Stärke, die man gewohnt ist. Ja. Aber auch sehr gut von Team Liquid mit vier Mann. Ja, ich gebe dir da recht. Also da ist auf jeden Fall mehr drin. Wir haben ja so ein bisschen Honeymoon-Effekt erwartet. Auch vielleicht jetzt mit Taric nochmal frischen Wind reinbringen, nachdem man da Bolts rausgekickt hat oder rausgebolzt hat. Ausgebolzt, sehr schön. dass man vielleicht so ein bisschen auch frischen Wind reinbringt, weil viele Teams sind ja so, dass sie halt, wenn sie einen Spieler wechseln, halt wirklich einen neuen Push mit reinbringen ins Team. Aber das sehen wir hier bei Made in Brazil gerade überhaupt nicht. Und Team Liquid, ja, die haben mal zwei Turniere Pause gemacht und spielen jetzt genauso weiter wie auch vor zwei, drei Wochen, ne? Vor Belo Horizonte. Gefällt mir wirklich sehr gut, wie Team Liquid sich hier präsentiert. Und festigen somit auch wieder die Position als bestes amerikanisches Team zurzeit. Definitiv. So, jetzt gibt es hier erstmal einen dicken Push da. Erstmal Aal-Modus, aber Elish, was ist denn das? Alter, der hat doch nicht dabei! Was für ein Lümmel! Ein wirklicher krasser Hirsch! So, Fallen da noch unterwegs mit 1. Er kann es jetzt nochmal retten hier. Boah, fast auf den Kopf drauf gewesen. Kriegt er gerade durch. Oh mein Gott, hat der gerade ordentlich auf den Kopf bekommen durch die Tür. So, Twist direkt mal die AWP in die Hand genommen. Und Code Zera, der geht sogar nochmal auf das Duell hier. Ah, der kann direkt safe, Mann. Der wird auf jeden Fall gejagt. Das Rudel... Guck mal! Puh, er hat ihn einfach durch die Wand gebankt! Ey, ist das eine Frechheit! Hier wird ja gar nichts mehr vertuscht! Boah, sick! So, trotzdem, Replay erstmal am Start. Wir gucken uns das Ganze hier nochmal an, wie schön das Elish in der Mitte macht. So, Terry geht hinter die Smoke. Elish einfach One-Click, zack, und rübergezogen, zack! Holt den Nächsten! Ist das strong, meine Freunde? Da sehen wir es nochmal. Ja, weil ich halt auch, ne, ich weiß genau, was die Zuschauer sehen wollen. Nice, guys. Nice, guys. Nice, guys. Really nice, my friend. Geil. Ey, weißt du, was ich gerne mal machen würde? Ja, bitte. Ich würde gerne mit dir mal auf eine LAN fahren. Mit mir? Ja, und dann mit so einem Fun-Team in CSGO und auf so einem Turnier spielen und dann einfach nur abklatschen, ne? Ja, mit Faust, Mann. Voll geil. Ja, jede Runde. Jede Runde. Einfach nach jedem Frag, immer kurz. Ja, immer kurz. Die Challenge. After every frag challenge. So, Elish wird wieder geboostet. Fallen steht close. Fallen gibt Headshot. Also auch er kann natürlich treffen. Wir reden hier von Starspielern, von Weltklasse-Spielern. MIBA, wirklich jeder da, quer durch die Bank, ist Weltklasse. Aber Team Liquid gerade einfach nochmal ein Stückchen voraus. Problem ist hier, dass er auch nicht an die Waffe rankam. Und dann boosten sie halt genau in der Runde oben auf den roten Container. Tja, für Made in Brazil ist es halt nochmal sparen, ne? Du hast halt nicht viel. Ja, du willst halt in die Partie auch nochmal zurückkommen. Das heißt, du musst dir irgendwas auf die Seite legen und hier hoffen und beten, dass du nochmal irgendwie vielleicht den einen oder anderen Schaden machst, um Team Liquid hier die Runde abzunehmen. Ja, oder diese Eco einfach mal holst, das wäre auf jeden Fall was. So, die Frage von Torben2k, kommt hier nach noch ein Match? Nein, morgen erst wieder. Es kommt jeden Tag jetzt, außer Donnerstag und Freitag, für euch ab 20 Uhr bis ungefähr, ja, jetzt um diese Uhrzeit. Teilweise, klar, wenn es jetzt noch eine dritte Map gibt, dann sind wir teilweise für euch bis 2, 3 Uhr unterwegs. Mhm. Jeden Abend mit wechselndem Line-Up, aber oft, ich glaube, wir machen, wie oft? Dreimal? Viermal? Ja, drei, viermal. Drei, viermal, ne? Ja. Und dann mache ich mit Shinsky noch. Genau, richtig. Und du machst, glaube ich, auch mit Shinsky einmal. Mhm. Oder mit Boom? Nee, glaube nicht. Okay, so, es geht los. Taric. Wieder mal nicht getroffen, Perfect zumindest noch eine, aber dann ist das Aiming. Also man muss auch sagen, Twist ist gerade richtig krass. Aber trotzdem nochmal spannend. Fur kann es machen hier. Und ich denke, er wird es versuchen. Versuchen wird er es. So, das wurde gehört. Damit, jo,
Fur hat ein Riesenproblem und da steht ja. Nitro schon bereit. Twist wäre auch schon der Option gewesen, einfach da auf den Refract zu gehen. Das ist die nächste Runde für Team Liquid. Also Liquid präsentiert, muss man einfach sagen, es ist wirklich gutes Counter-Strike, was wir auch vor 2 Wochen gesehen haben. Man kann es nicht oft genug erwähnen. Das ist das Liquid, was ich vermisst habe die letzten 2 Wochen in Belo Horizonte und auf der ESL von Cologne. Ja, definitiv. Aber schön nochmal aufgefangen hier die Shots von Twists. Hat einfach Predicted schon mal vorgeklickt und dann oben auch den Spieler noch abgeholt. 14-8 und MIBR ist dir gut gestartet ins Spiel. Wie viel haben die geführt? 6-2 oder so? Ja, sie haben wirklich 6-1, 6-2 irgendwie so geführt. Sie haben wirklich sehr hoch geführt. Ja, und jetzt so ein Mumpitz hier. Aber gut, wir warten ab. Noch ist nichts passiert. Wir haben alles Mögliche schon in Counter-Strike erlebt. Und es ist erst vorbei, wenn ein Team 16 Runden hat oder wenn es in die Overtime geht und damit 4 Runden in Vorsprung ist. So, Made in Brazil mit der letzten Chance hier nochmal mit wirklich gutem Equipment an den Start zu gehen. Und die haben bisher keine einzige CD-Runde geholt bei Made in Brazil. Also es ist wirklich gerade ein absoluter Run. Echt noch keine? Keine einzige. Boah. Und den letzten, ich zähle kurz durch, in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In den letzten 16 Runden 2 gewonnen bei Made in Brazil. Also sie haben gut vorgelegt, ne? Mit 6 Runden und dann war's das. Mehr war da nicht mehr. Da war die Luft raus. So, Tarik, gute Position. Das ist aber, das ist dann auch wirklich Pech, ne? Ja. Wenn dann wirklich sowas schon nicht läuft, dann kommt auch nochmal Unglück dazu. Aber zumindest kann man sich hier bei MRBA nochmal gegenhalten. Derek wird rausgenommen, Stewie mit der Antwort. Nitro im 1-on-3. Und wenn er das jetzt hier gewinnt, dann sollte sich MRBA sofort vom Server entfernen. Und dann ist es verhext. Das wäre zu vieles Guten. Na, erster. Leck mich am Arsch und oben gar keine Support. Oh. Warum geht Stewie nicht rum? Das war so schwach schon wieder. Er traut sich nicht. Oh, nee. 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 Oh. So schwach. Oh, wie gut ist das? Boah, Nitro war echt auch gut gespielt, Mann. Man muss, ja, ich werd jetzt nochmal die Replay raushauen. Also, ja. Das ist von Nitro einfach so Weltklasse gespielt. Also, weil es für Awareness er auch hat und wie er auch weiß, welches Setup da gespielt wird, ist einfach so ultra sick. Schaut es euch an. So. Oh. Doch, da ist es. Ja. Ah, ist leider zu spät. Schade. Hat nicht geklappt. Entschuldigung. Aber man erkennt ja, wie er da runtergesprungen ist. Ja, aber das Ding ist auch, er holt den ersten Spieler City Base, weiß dann, dass oben wahrscheinlich einer steht. Möchte oben auf den Frag gehen. Stewie verrät sich, indem er schießt. Fällt runter und weiß genau schon wieder, okay, dann wird 100% noch an der Z sein. Es war einfach so eine krasse Awareness, so eine Spielerfahrung, die da rausgegangen ist. Also hätte man ihm auf jeden Fall gönnen können. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt auf jeden Fall MIBA mit der nächsten Runde und vor allem in der Doppel-AWP. Mal gucken, ob die Jungs es hier machen können von Made in Brazil. Ich dachte, du wolltest gerade wieder spielen. Wollt's eigentlich auch, aber ich hab gefällt. Lass uns nicht mal spoilern, wir hätten das doch noch aufbewahren. Ah, das ist schon ausgelutscht. Nein, Mann! Klar. So, offensiver Move von Stewie2K. Sehr mutig von Made in Brazil, dass sie versuchen, hier mit offensiven Akzenten zu arbeiten. Beide Spieler werden rausgenommen. 5-3 Situation, das ist natürlich ultra bitter. So, Taco. Den braucht man einfach nur noch wie so ein Lemming irgendwo hinzuschicken für Informationen. Treffen tut der gerade eh nichts. Aber auch das ist natürlich wertvoll in einem Team. So, und es scheint den A-Zugriff zu geben und die größte Verantwortung mit Abstand hat Terry Kitz hier für sein Team. Das Gute ist, dass halt keiner über den Highway kommt, das heißt, er kann da sich ordentlich auf die Main konzentrieren, aber das weiß er natürlich nicht. Die Smoke gibt ihm da auch nicht wirklich viel Backup. Oh, schöne Molle. So, der holt nochmal ein bisschen Zeit raus und Tarik, an ihm liegt's jetzt. Was kann er da oben machen? Also, wie ich sie kenne, checken sie das eigentlich ab. Oh mein Gott, macht der viel Schaden oder macht viel Schaden? Er backt da den Shroud raus. 2-2, wird das hier am Ende aber auch reichen, weil da wartet Föhr Richtung Side, sein Mate steht Kilometer weit entfernt und die Bombe rotiert zurück. Und Twist, der hat sich irgendwie da durchgeschummelt. Wie der da einfach durchgelunzt ist. Und Föhr hat das überhaupt ja, nicht auf dem Schirm. Passiert auch erstmal nichts, aber eigentlich müsste das MIBA auf dem Schirm haben, dass hier irgendwas passiert ist, warum jetzt erstmal nichts mehr kommt. Und den kriegt er, den einfachen Frag. Der, oh, Neff ist auf dem B! Hab ja, ich gar nicht mitbekommen, Entschuldigung. Ich hab dir nicht zugehört. Wie gut, Mann! Und Code Sarah geht sogar auf die SMG, weil er mit der AWP sich hier nicht gewachsen fühlt. Ach du Heilige, da ist schon ein bisschen Resignation am Start. Und da stehen sie einfach gut zu zweit. Bombe offen gelegt. Eigentlich müsste er jetzt schon checken. Keine Chance. Und er kriegt die Fresse einfach komplett vollgestopft. So, wir schauen hier nochmal auf diesen schönen Spraydown von Tarik. Erster, zweiter und dritter. Hat sich lange Zeit gelassen für den Shot.
Ja, das war wirklich sehr gut von ihm da gespielt. Ach, da ist nochmal. Hallo. Hallo, hallo. Aber wie gesagt, immer eine Nasenspitze voraus, Betway. Schaut vorbei auf der guten Webseite. Und wenn ihr ein paar Euros übrig habt, wirklich übrig, und Bock habt auf eine seriöse und coole Seite zum Wetten und ein bisschen Thrill hier in die Partien bringen wollt, schaut gerne bei Betway vorbei. So, jetzt kommt von Made in Brazil nochmal so die letzte Hoffnung, ne? Ja, the last hope, the last of us for Baseball. So, da fängt man das nur an, also man schickt einen Spieler durch, aber das ist eine Riesenlücke, ne? Das ist so kompakt jetzt gespielt. Klar, Made in Brazil hat auch keine wirklichen Waffen, um irgendwas verteilt zu spielen. Versuchen einen nach vorne zu schicken. Fallen gibt da noch so ein bisschen das Backup. Team Liquid lässt sich gar nicht aus der Ruhe bringen. Die warten ganz entspannt. Ja. So, wir gucken mal, was passiert. Wenig Geld bei MIB, aber wir kennen das ganz oft irgendwie so, dieser Verzweiflungsmove. Wenn man sowieso nur noch wenig Waffen hat, wenn man hier wirklich mit Aggressivität wahrscheinlich, mit Druck, mit allem, was man hat, aufbringt, dann kriegt man manchmal noch eine Runde. Und Coldzera steht an einer guten Position, wird aber rausgeholt. Und jetzt gibt es hier nicht die Reflex, denn Neff ist einfach zu stark. Und ja. Gut aus. Wer überlebt da sogar noch? Der gute Tekko. Und der letzte Überlebende ist Stewie. Und dann scheint es hier wirklich so zu sein, dass Team Liquid hier das 2:0 holt. Unglaublich, unglaublich, aber wahr, meine Freunde. Ich muss wirklich eine traurige Mitteilung machen. Was denn? Nach der Runde. Warte gleich. Ja. Jetzt, so. 16:9, Freunde! Ja. Und, kurzer Funfact, eigentlich ein trauriger Fact. Made in Brazil hat es geschafft, ganze 3 Runden in dieser Best-of-3-Serie auf der CD-Seite zu holen. Ja, das ist auf jeden Fall ein traurig, schon mal. Ne? Was man hier trainieren sollte, und wir sehen auch, die Enttäuschung ist auf jeden Fall groß, trotzdem wird abgeklatscht. Ja. Tarik natürlich, der hat auch einen großen Druck natürlich dahinter, dass er hier funktionieren wollte, hat nicht ganz funktioniert. Aber so ist es, sie müssen natürlich den Kopf nach oben bringen und dann müssen sie schauen, dass sie hier auf jeden Fall nach vorne gehen. So, wir machen natürlich auch wieder hier an dem heutigen Tag den Abschluss-Tweet. Heute darf ich nochmal. Oh ja. Morgen der gute Jitko. Also, liebe Pferde, Muchachos. Muchachos. At Team Liquid. Well played. So. Brazil. Nein, Brazil schreiben wir nicht mehr. So, well played. Das war's. So, das hauen wir gerne raus. 99 Major. Und wer von euch da draußen... Nee, stopp, 99 E-League. 99 E-League. Wer von euch natürlich Bock hat, das Ganze hier zu teilen und zu retweeten und zu liken, ihr habt das natürlich, könnt ihr sehr gerne machen. Werde ich das mal ganz kurz für euch posten. Und da ist übrigens auch ein Bild vom alten Venom. Fast so schlank wie heute. Mit der Fischermütze. Mit der besten Mütze ever, Mann. Die habe ich immer noch. Also, das wird natürlich hier in den Chat gepostet. Sehr gerne schaut vorbei, lasst ein Like da, lasst ein Retweet da. Und Venom ist halt echt noch im Minor, keine Frage. So, Schinski sage ich schon fast. Shitko. Ja, es war mir eine Freude. Es war mir ein Fest. Es war mir echt ein Fest. Ja.